for her, she think like she never think before will come any people to give her help because she really has, she stay in a hard situation and she never think about it. She really happy and really excited. She don't think she's so happy she can cry. Because it's very, very hard situation for her, you know, to spend money for her husband, too much money for hospital. Hi, hello everyone. Good evening. First of all, I want to say thank you so much and really appreciate it to Brother Picot and his community and around the world for having me. Und dann kam eben Manuela auf mich zu, hat mich dann mit diesem CDL angesprochen. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, seit einer Woche. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Mein Finger ist, weiß Gott, noch nicht so, wie er sein soll, aber es wird Tag für Tag besser. Kleine Schritte, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, noch 2-3 Tage und danach gehe ich wieder zum Boxen oder sonst irgendwo hin. Aber man merkt schon extrem, dass der Finger besser wird. Ich weiß nicht, von wo aus überall die Gelder gespendet wurden. Es ist auf jeden Fall eine riesen Resonanz. Also nicht nur Honks, die hier bei uns auf dem Channel unterwegs sind und ihren Dünnpfiff hier freien Lauf lassen, sondern auch richtig, richtig tolle Leute. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Willkommen zurück, liebe Thailand-Freunde, auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und ihr seht, der 9-Finger-Joe oder auch Heinz Hönig aus Phuket, so werde ich ja teilweise genannt, hat das Krankenhaus verlassen. Ich war auch nur einen Tag drin, aber dazu später mehr. Die Eis an meiner Seite hatten einen Day off und wir wollen heute zu Akkas Frau und zu Little Joe, so heißt sein kleiner Sohnemann, fahren und mal die ersten Euros bzw. Baht überweisen, dass das alles so langsam, aber sicher auch in die richtige Richtung geht. Der Akka wird uns noch eine Videobotschaft schicken aus Myanmar, also ein vollgepacktes Video für euch. Also bleibt dran, es gibt einiges zu erfahren und auch von meiner Reise. Ich habe es ja schon mal angekündigt, in den nächsten 1 oder 2 Wochen werde ich mich auf dem Weg nach Myanmar machen und werde den Akka da besuchen, werde mit ihm wahrscheinlich einen Livestream machen, also da könnt ihr dann auch eure Fragen direkt an Akka stellen. Also wie gesagt, ein vollgepacktes Video. Ich würde sagen, wir legen los. Hi. How are you? Okay, that's fine. So, angekommen in Patong bei der Frau von Akka. Den Namen habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Ihr werdet sie gleich nochmal fragen. Sie muss erst noch ein bisschen arbeiten und dann werden wir uns gleich zusammensetzen. Mal schauen, ob Little Joe auch da ist. Und ja, ihr hört's, Patong ist voll, die Straße laut, aber ich hoffe, es kommt soweit alles rüber, was wir transportieren wollen. So, mittlerweile habe ich den Namen auch raus, Nam, das heißt Wasser und das ist der Name von der Frau von Akka. Und ja, hier ist Little Joe, er schläft, den lassen wir jetzt auch schlafen, genau, und jetzt setzen wir uns zusammen und quatschen so ein bisschen und genau. Okay, wie gesagt, in Patong angekommen, neben mir die Nam, die Frau vom Akka. Hi Nam, how are you? Good, thank you. Perfect, thank you so much. How is your son? How is little John? Good, yeah. Okay, the situation right now for you is not so easy. Yeah. Your husband Akka is in Myanmar. Yeah. You stay alone here. You have to work for everybody. Yeah. Have to take care about your baby. Yeah. How is your feeling? How are you? Now, bad. For me, I can. How is it? Take your time. Yeah. Nam spricht nicht so gut Englisch und deswegen geben wir ein bisschen Zeit, aber versuchen wir so ein bisschen das eine oder andere vielleicht zu verstehen. Okay, try. Speak English. Uh-huh. But for me, I get about 1 month my salary, but I can get about for hospital, but we take another people, I can get up. But about Joe, after the he's sick, I go hospital also. Mm-hmm. Little bit. Okay. Little bit tired. Little bit tired. Yeah, yeah, we 1 month we no off, maybe I can take day off just only 1 day, 2 days, we can work more like. Okay, also Sie sagt, es ist natürlich eine extreme Belastung im Moment, weil Akka nicht da ist, weil er zum einen natürlich nicht arbeiten kann und kein Geld verdient. So muss sie die ganze Zeit alleine schauen, dass das Geld eben reinkommt. Und der Kleine muss natürlich auch versorgt werden. Demzufolge muss sie ihn mit auf die Arbeit nehmen. Der ist den ganzen Tag mit ihr hier zusammen
und ist natürlich eine extreme Doppelbelastung. Ja, wenn nicht dreifach Belastung, aber sie sagt, sie ist so glücklich und happy, dass das Ganze jetzt im Moment von uns unterstützt wird und sie ist sehr, sehr dankbar und freut sich über die Unterstützung, dass eben auch aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz, aus Europa so eine große Hilfe kommt. Your husband is in Myanmar. This is very far from here. What is the plan for the next? You will travel to Myanmar and will look about your husband, about Akka with little John, or you have so many work right now, so for you not can travel there and you stay here and wait until Akka come back to Phuket. What is the plan? Me now I think that I cannot go Myanmar. Where I go Myanmar, I can pay here money, but I cannot go there. But for me, I want to go with there with Akka. But for about baby, I can take care of baby, I can work about money, I can get people, I can get hospital also. Yeah, that's why. But I can wait till Akka come here. Okay, so you have to wait until come here. Also ich habe sie eben gefragt, wie jetzt die nächste Herangehensweise ist, ob sie jetzt irgendwann mal zu Akka fliegen will mit dem Kleinen zusammen und ihren Mann sehen will. Aber sie sagt, es ist sehr, sehr schwierig, weil sie dann eben kein Geld verdienen kann. Sie muss hier arbeiten, sie muss hier bleiben und muss letztendlich darauf warten, dass Akka irgendwann wieder so weit hergestellt ist, dass er wieder zurückkommen kann nach Phuket und dann eben die Familie wieder zusammengeführt wird. So, als nächstes werde ich Nam fragen, wie es jetzt für sie so ist, dass letztendlich aus Europa, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, ja von der ganzen Welt Geld gespendet wurde, um ihren Mann, um ihre Familie zu helfen, wie das Feeling für sie ist, ob sie damit gerechnet hat, aber sie wird das in Thai beantworten und die Eis wird es übersetzen, also ja. How is your feeling about the European people, the German people from Austria, from Switzerland, from all over the world see the video about the problem, what have your husband, about the accident from him, and so many people have a big heart and send money for help us. How is your feeling? สำหรับหนูว่าเหมือนว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนมาช่วยอีกหนูก็แบบคิดว่าหนูลำบากอีกเยอะ uh-huh. แล้วตอนนี้หนูมาเจอกับเขาเหมือนแบบว่าหนูก็รู้สึกติดใจแล้วก็ไม่เคยคิดไว้ว่ามีคนมาช่วยกับหนูอีก uh-huh. นั่นแหละแล้วก็หนูดีใจมากที่ช่วยหนู For her she think like she never think before will come any people to give her help because she really has.She stay in the hard situation and she never think about that. She really happy and very excited. She don't think she's so happy. She can cry. She yeah. Because it's very, very hard situation for her, you know, to spend money for her husband, too much money for hospital. Ja, wie ihr seht, Nam ist sehr, sehr ergriffen und ist natürlich sehr, sehr dankbar und hat nicht damit gerechnet. Sie sagt, okay, ich habe im Krankenhaus sie darauf angesprochen und habe gesagt, ich will so eine Spendenaktion machen. Aber sie haben in keinster Weise mit so einer Resonanz gerechnet und dass da überhaupt irgendwas dabei rumkommt. Und sie sind extrem überwältigt von den Spenden, die eben jetzt über Phuket 24 Hours reingekommen sind. Ihr seht es hier selbst. Und ja, eine schöne Geschichte. Ich will es jetzt auch gar nicht länger belästigen. Ihr seht, sie ist sehr, sehr den Tränen nah und jetzt, wie gesagt, lasse ich mir von ihr noch ein paar Rechnungen mitgeben. Dann werden wir diese in den nächsten Tagen erstmal überweisen, dass da erstmal Ruhe reinkommt und dann, wie gesagt, und dann geht es die Tage vielleicht nächste oder übernächste Woche nach Myanmar, dann besuche ich Akka und dann schauen wir mal, ob wir einen Livestream raushauen oder was. Auf jeden Fall wird das Ganze hier bis zum Ende durchgezogen und vielen, vielen Dank nochmal an all diejenigen, die hier gespendet haben und auch immer noch spenden. Es kommen ja tagtäglich immer noch Beträge rein, auch wenn es manchmal nur kleine Beträge sind. Wir freuen uns über jeden Betrag und auch wenn nur Glückwünsche bzw. Genesungswünsche hier rausgehen. Vielen, vielen Dank an euch alle und ja, schauen wir mal, wie das Ganze endet und wann Akka dann neben mir und neben Nam hier auf der Bank sitzt und alles wieder so ist, wie sein soll. Auf jeden Fall danke für eure Hilfe und ja. Wanna say something to our community? Thank you very much for helping me. I feel like I have a lot of
นึกเหมือนแบบว่าหนูฝาดอยู่ลูกป่าประมาณนี้ uh-huh. แล้วหนูดีใจมากที่ช่วยหนู She would like say thank you for everyone to help her. She don't think that she thinks she in any dream. She never think about become somebody to help her about this. Really thankful for everyone. Really, she very happy about this. So and auch die Eis ja zusammen mit little John here. Oh, hey, Akka, how are you? Yeah, yeah, pretty good. Hello. Okay, I'm with your wife and with little John here right now. Yeah, how are they? Huh? Everything fine. Okay, how are you? Yeah, yeah. No. Huh? You okay? Yeah, no. My auntie, she changed the dress in my pay. I will show you. Yeah. Your internet is terrible. Yeah, in Myanmar, internet is very terrible. Yeah. But it's okay, no problem. I will see you. Show me you. It's better than the rest. Okay. We want to see your smile. Yeah. Okay. So finally, we speak with your wife. Everything is fine. We see her. You don't worry about her and don't worry about little John, everything fine, and you can go quick, better and better, and we see us in Myanmar in the next 1 or 2 weeks, okay? Yeah, yeah, I'm here, I'm waiting for you. And then I also thank you so much for you care about my wife and my baby. Thank you so much. I yeah. Appreciate it. It's a pleasure for us, okay? Okay, all the best. We see you. Ciao, bye bye to Myanmar. Bye bye, Akka. Ciao. Yeah, yeah. Yeah, I will see you. Okay. So, ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Video, die Eyes, der Little Joe und die Namen. Schön wäre es natürlich, wenn jetzt da der Akka noch dabei stehen würde, aber da bleiben wir dran. Das machen wir demnächst. Und wir geben nicht auf, wir kriegen den Jungen wieder hin. Und das, wie gesagt, dank eurer Hilfe und so soll das sein. Wunderbar. Raus aus Patong und rein nach Phang Nga. Ich habe hier eine schöne Ecke gefunden, gar nicht so weit weg von meinem Häuschen. So ein bisschen Nature heute mal und das nach dem Stress in Patong und vor allem auch nach dem Stress in Phuket Town, wo ich ja zuletzt gewesen bin und hier schon mal das erste Update für euch. Was ist eigentlich mit mir? Was ist mit meinem Finger? Was ist mit dem Krankenhaus hier in Phuket im Bangkok Hospital? Ja, da ist letztendlich genau das passiert, dass ich letzten Sonntag ja angekündigt habe, dass ich wieder ins Krankenhaus gehe. Bin da auch am Montag hingegangen, habe ein sehr, sehr langes und intensives Gespräch mit dem Arzt geführt. Und letztendlich habe ich dann entschieden, das Krankenhaus wieder zu verlassen, nicht im Krankenhaus zu bleiben. Die Gründe dafür mag nicht jeder verstehen, aber ich bin mittlerweile 57 Jahre alt und ich entscheide selbst, was ich tue und was ich für richtig halte. Und letztendlich war es für mich einfach nicht mehr überzeugend, denn es wird immer auf den Vorgänger, auf das Vorgängerkrankenhaus, auf den Vorgängeroperateur alles geschoben. Letztendlich hieß es dann auch wieder, dass bei der letzten Operation gemurkst wurde und jetzt nochmal der Finger operiert werden muss. Und ich sag's euch ganz ehrlich, mein Gefühl sagt mir, eine dritte Operation an meinem Finger innerhalb von wenigen Wochen wird mein Finger nicht überstehen und dann wird es tatsächlich so sein, dass ich den Finger verlieren werde. Und das möchte ich nicht und deswegen habe ich mich dagegen entschieden und bin nach Hause gegangen. Dann habe ich letztendlich sehr, sehr viele Kommentare bekommen, wo es um CTL ging, was ich auch im Vorfeld schon das ein oder andere Mal davon gehört habe und auch ein bisschen was gelesen habe, allerdings mich nicht so wirklich damit beschäftigt habe. Letztendlich bin ich aber auch ein Freund von Naturheilkunde und habe mich dann jetzt letztendlich ja, damit so ein bisschen mehr befasst und dann kam am Montag, wie gesagt, war ich im Krankenhaus. Ich glaube am Dienstag oder Mittwoch, ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich glaube einfach an keine Zufälle, kam eine Frau auf mich zu und zwar im Fitnessstudio hier in Kamala, wo ich die Eis tagtäglich vom Fitnessstudio abhole und sie hat mich erkannt und hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch Pico, mit deinem Finger und es tut mir so leid, hin und her, rauf und runter, so ein bisschen eben Smalltalk geführt und hat mir dann eben auch wieder von CTL erzählt.
für all diejenigen, die sich mit CDL nicht auskennen oder nicht wissen, was das ist. Das ist nicht der neue Mercedes, sondern das ist Chlordioxid. Also das ist eine Flüssigkeit, ähnlich wie das, was ins Swimmingpool reingeschüttet wird. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig definieren, wird allerdings eben auch zu Heilzwecken verwendet. Und das hat sie mir eben auch erzählt. Daraufhin habe ich ihr natürlich sagen müssen, dass ich schon mit dem einen oder anderen hier auf YouTube bei den Kommentaren mich drüber unterhalten habe. Und letztendlich sind wir dann aber darauf gekommen, dass dieses CDL hier in Thailand nicht erhältlich ist. So, dann sagt sie zu mir, Pico, ich habe CDL zu Hause, ich und meine Familie, wir verwenden das seit Jahren. Ja, so kam das eine zum anderen. Letztendlich bin ich dann bei ihr nachmittags gelandet. Sie lebt auch in Kamala und sie hat tatsächlich dieses CDL da. Und ich habe dann eben relativ schnell gemerkt, dass sie sehr, sehr tief in dieser Materie drin ist und dass sie wirklich ja ein Engel ist, also ein richtig, richtig lieber Mensch, der sich sehr, sehr viele Gedanken bezüglich meiner Gesundheit auch macht. Und letztendlich habe ich mich entschieden, das Ganze mal auszuprobieren, denn schlimmer, wie dass mein Finger letztendlich amputiert wird oder vielleicht davonfliegt, kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Und ihr habt es ja auch mitbekommen, wer mich so ein bisschen kennt und wer so ein bisschen Phuket 24 Hours verfolgt, ich bin kein Mensch, der sehr, sehr viel jammert und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie große Ängste vor irgendwas hat. Wenn es denn so ist, dass ich den Finger verlieren muss, dann soll es so sein. Ich glaube an den lieben Gott und letztendlich habe ich da gar keinen riesengroßen Einfluss drauf. Also wenn ich ins Krankenhaus gehe, entscheiden die Ärzte, was letztendlich mit meinem Finger passiert. So, und jetzt habe ich mich, wie gesagt, für dieses CDL entschieden. Habe von der Manuela, so heißt die liebe Frau, dieses CDL auch mit nach Hause bekommen. Sie hat mir das Ganze erklärt und zwar trinke ich das CDL jetzt jeden Tag in einer verdünnten Flüssigkeit einen Liter und schütt mir auch dieses CDL bzw. sprühe mir das auf den Finger. Und ich kann euch sagen, in 5 Wochen, was ich zu den Ärzten gerannt bin, was ich mir Antibiotika reingepfiffen habe und wo ich im Krankenhaus ja mittlerweile 2-mal operiert worden bin, am Tropf gehangen bin mit Antibiotika, habe ich keine Verbesserung erfahren. Ganz im Gegenteil, der Finger ist eigentlich von Tag zu Tag wieder schlechter geworden. Und seitdem ich dieses CDL anwende, mittlerweile sind es, glaube ich, 6 oder 7 Tage. Aber es war eigentlich schon am nächsten Tag schon eine Verbesserung zu sehen. Und auch die Schmerzen sind mittlerweile jetzt nach dem 6., 7. Tag so gut wie verschwunden. Ich kann nachts wieder durchschlafen. Und wenn ich euch sage, ich habe zu dem Zeitpunkt letzten Sonntag, wo ich euch gesagt habe, ich werde ins Krankenhaus gehen, weil es so nicht weitergeht, bis zu 20 Tabletten mir reingepfiffen. Und es ist kein Blödsinn. Also Antibiotika, Schmerzmittel, richtig starke Schmerzmittel und dann wieder Mittel, die dann so die Darmflora so ein bisschen schützen. Es war am Schluss echt nicht mehr lustig. Vitamin C mir reingepfiffen und ich habe am letzten Abend, also ich glaube, das war von Samstag auf Sonntagnacht, wo ich dann eben auch beschlossen habe, ins Krankenhaus zu gehen, so eine richtige Schockreaktion auf diese Medikamente bekommen. Also mein Körper hat auf die Schmerzmittel überhaupt gar nicht mehr reagiert, zumindest nicht so, dass die Schmerzen weggegangen sind, sondern mein Körper hat es durchgeschüttelt. Ich war kreidebleich und Eis hat sich auch riesen Gedanken gemacht. Deswegen eben auch der Gedanke, ich gehe wieder ins Krankenhaus, ja, wie gesagt. Und dann kam eben Manuela auf mich zu, hat mich da mit diesem CDL angesprochen. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, seit einer Woche. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Mein Finger ist, weiß Gott, noch nicht so, wie er sein soll. Aber es wird Tag für Tag besser. Kleine Schritte, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, noch 2, 3 Tage und danach gehe ich wieder zum Boxen oder sonst irgendwo hin. Aber man merkt schon extrem, dass der Finger besser wird. So, und dann ist es halt so, dass mich mein ganzes Leben lang der Sport eigentlich schon verfolgt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich mich so jetzt anschaue, nach 5 Wochen oder ja fast schon über 5 Wochen, jetzt am Dienstag, heute ist Sonntag, gehen wir schon in die 6. Woche, wo der ganze Vorfall passiert ist, bin ich einfach ein Mensch, der Sport sehr, sehr wichtig hält, der ohne Sport kaum klarkommt. Und wenn ich so meinen Body jetzt anschaue, aber es geht nicht um den Body, es geht einfach darum, dass ich mich einfach nicht mehr wohlfühle und einfach merke, dass mein Körper nach Sport schreit, habe ich gestern, also am Samstag, wieder angefangen, im Fitnessstudio langsam zu trainieren. Ich weiß, jetzt werden wieder Kommentare kommen und sagen, Mensch, bist du bescheuert und dein Finger, den wirst du verlieren und so weiter und so weiter. Aber das werden wir dann am Ende sehen. Ich habe auf jeden Fall beschlossen, wieder Sport zu machen und das so nach und nach langsam reinzukommen. Und mein ganzes Leben
war ich eigentlich, ja, ich muss wirklich sagen, das Ganze ging jetzt hier in Thailand los. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, dass ich eigentlich überall reingreife, was mit Krankheiten oder mit Verletzungen zu tun hat. Davor kannte ich sowas überhaupt gar nicht. Meine Freunde, meine Familie in Deutschland haben immer gesagt, Mensch, du hast ja nie wach. Und es war wirklich so, über Jahre keine Probleme gehabt. Ja, und jetzt hat sich so ein bisschen gedreht. Was ich allerdings dazu mal auch immer gemacht habe, wenn Grippe angeflogen ist oder irgendwie mich nicht wohl gefühlt habe, Migräne oder irgendwelche Dinge, wo man gesagt hat, komm, leg dich ins Bett und kurier das aus, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, bin um den Wörthersee herumgerannt, also das ist der See in Deutschland, habe Sport gemacht, habe mich gequält und habe Gas gegeben und es hat mir immer gut getan. Und genau das mache ich jetzt auch seit 2 Tagen. Gestern war der erste Tag und es war nicht wirklich einfach. Und ich muss auch sagen, da hat der Finger auch wieder ganz schön gepocht. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, Mensch, ist das jetzt richtig, was du machst? Aber danach, also mittags, nachmittags, ging es mir dann auch wieder richtig gut. Und heute Morgen mit einem Elan ins Fitnessstudio gegangen und habe wieder trainiert. Und ich sage euch, mein Finger wird besser, ich merke es und ich werde da jetzt dranbleiben. Ich werde mir hier nichts mehr reinreden lassen, geh ins Krankenhaus oder lass dich operieren oder sonst irgendwas. Ich gehe jetzt diesen Weg und ja, immer wieder kommen auch Leute auf mich zu, die sagen, du wirst eine Sepsis bekommen, du wirst eine Blutvergiftung bekommen. Wenn es denn so ist, dann muss ich das natürlich auch selber ausbaden, aber ich will jetzt diesen Weg gehen, ich will diesen Weg mit CTL gehen und ich will auch wieder Sport machen. Und ich will schauen, dass ich das Ganze selber in den Griff bekomme und was am Ende dann dabei rauskommt. Das werde ich sehen, das werdet ihr sehen, weil ich werde es dokumentieren. Und dann schauen wir mal, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe oder ob es die falsche war. Das ist auf jeden Fall jetzt der Weg, den ich gehen werde und was am Ende dabei rauskommt. Wie gesagt, sehen wir hier auf Phuket 24 Hours und genau. Dann habe ich am Anfang des Videos gesagt, der 9-Finger-Joe meldet sich zurück, beziehungsweise der Heinz Hönig aus Phuket. Das hat natürlich folgenden Grund. 9-Finger-Joe war eher spaßig gedacht. Bisher sind es ja immer noch alle Zähne und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. Aber Heinz Hönig aus Phuket kommt daher, weil ich da einen Kommentar unter einem der letzten Videos gelesen habe, wo drunter gestanden ist, jetzt sammelt er Geld auf Phuket, um sein Leben zu gestalten und auf Phuket sich durchzubeißen. Und deswegen werden hier Spendenaufrufe gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, eine absolute Sauerei, aber damit kannst du mich nicht treffen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wieder festgestellt, und ist ja auch nichts Neues, aber immer wieder bekommt man die Bestätigung, die dummen Menschen sterben einfach nicht aus. Ich kann euch sagen, dieses Geld, was hier für Acker gespendet wird, hat mich selbst auch überrascht, dass da so eine große Resonanz drauf ist. Aber wenn dann irgendwelche Sprüche kommen, der Heinz Hönig aus Phuket und da jemand meint, dass ich mir das Geld selber in die Tasche stecke, muss ich ganz ehrlich sagen, Vollhammer. Aber so ist es halt. Es können nicht nur normale Menschen auf dem Planeten rumlaufen, sondern auch für die Geisteskranken. Und da möchte ich jetzt gar keinem Geisteskranken zu nahe treten, sondern die Vollbehämmerten. Die sterben halt einfach nicht aus und ist halt einfach so. Und denkt, was ihr wollt. Ich freue mich auf jeden Fall extrem über die Resonanz und extrem, dass so viele Menschen mit so viel Herz für Acker da sind. Und wer das Video hier anschaut, sieht natürlich auch, wie gut es der Familie jetzt geht durch die Hilfe, die aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz, aus Europa, aus überall aus der Welt, aus Amerika, aus Norwegen. Ich weiß nicht von wo aus überall die Gelder gespendet wurden. Es ist auf jeden Fall eine riesen Resonanz. Also nicht nur Honks, die hier bei uns auf dem Channel unterwegs sind und ihren Dünnpfiff hier freien Lauf lassen, sondern auch richtig, richtig tolle Leute und dafür ganz, ganz lieben Dank. Ja, und ich habe euch angekündigt, noch eine kleine Videobotschaft vom Acker. Das Internet ist nicht so gut in Myanmar, aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was rausfiltern. Schauen wir mal rein. Hi, hello everyone. Good evening. First of all, I want to say thank you so much and really appreciate it to Brother Picot and his community and around the world for having me. And now I feel better than last man. This is because you are having me and now I just miss my family, because in China hospital and medication fees are so really high. That's why I left my family and I have moved back to my country. And then I haven't seen them, my family, I haven't seen them for 1 month. Whatever, after I recovery and then I try to go back to Thailand, and then I try to meet with my family, and then I try to stay with my son and then with my wife. Finally,
thank you very much for having me, and thank you so much for donating me and then everything, everyone. Thank you very much. Ja, so viel von Akka aus Myanmar, und wie ihr seht, Akka ist nicht mehr im Krankenhaus. Er konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen, und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Er hat in den letzten 4 Wochen sämtliche Operationen hinter sich gebracht und es geht ihm wirklich viel, viel besser. Diese Operationen werden jetzt vordergründig erstmal bezahlt von den Spendengeldern, die von euch eingegangen sind. Und dann werde ich in den nächsten 1 oder 2 Wochen, ich habe es ja angekündigt, nach Myanmar fliegen, werde zu Akka gehen und werde mit ihm einen Livestream machen. Und dann werden wir mal seinen aktuellen Gesundheitszustand dokumentieren. Und dann, sobald er hier wieder in Phuket bzw. auf Phuket aufschlägt, da machen wir natürlich nochmal ein Video. Aber so viel, denke ich, erstmal für heute, und euch nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für euer Mitgefühl, für eure Spenden, für euer Dabeisein, und wir sind absolut überwältigt, und ich bin überwältigt von dieser tollen Community, die wir hier auf Phuket 24 Hours haben. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Servus, ciao, bye bye. Thank you.